So, heute bin ich mal wieder im tiefsten Schwarzwald unterwegs, Alphirsbach, und ich möchte noch weiter nach Schiltach. Das sind von mir aus so, ja, mal so 100 Kilometer. Bin jetzt durch Freudenstadt gekommen, dann über Losburg und jetzt bin ich hier in Alphirsbach gelandet. Dann schaue ich mich mal hier ein bisschen um. Brust. Das da ist die Schenkenburg. Ich fahre jetzt hier den Kinzigtal entlang bis Schiltach. Altstadt. Da biegen wir mal. Ja, die letzten Wochen hat es ja nur noch geregnet und es gab Hagelschauer und Gewitter und was weiß ich nicht alles. Also ein ziemlich verregneter Sommer dieses Jahr. Deshalb muss man natürlich jeden Sonnenstrahl ausnutzen. Und heute scheint der einzigste mögliche Tag jetzt auch für nächste Woche zu sein, dass wir nochmal mit dem Motorrad so eine schöne Tour machen können. Ab heute Abend soll es ja schon wieder Gewitterstürme geben. Katastrophe.
schüttelt es einen ja vom Bock. Mal sehen, ob ich da an dem alten Rathaus parken kann. Eieiei. Und Dios Mios. Ist das nicht schön? Alles komplett steil hier. Muss man aufpassen, dass einem die Kiste nicht wegrollt. Okay, geschafft. Ja, da parke ich hier direkt am Premiumplatz. Schildtag direkt vor dem Rathaus. Und so sieht der Marktplatz hier aus. Das ist das Apothekenmuseum. Die Gasse bin ich vorhin hochgeholpert. Prächtiges kleines Schwarzwaldstädtchen. Ja, da ziehen jetzt Regenwolken auf. Deshalb werde ich mich mal wieder auf den Rückweg machen. Eigentlich sollte es erst heute Abend wieder regnen, aber jetzt habe ich ja fast 100 Kilometer zurück. Und da oben sieht es doch tatsächlich so aus, als wollte es noch regnen. Dann wird man halt mal nass unterwegs. Das wäre nicht das erste Mal in letzter Zeit. Ich habe mir neue Handschuhe gekauft für den Sommer. Die sind dann nicht ganz so warm. Etwas luftdurchlässiger. So, weiter geht's. Ich habe jetzt 5609 Kilometer drauf.
auch noch ganz nett am Wasser. Ja, hier gab es eine Abzweigung, da stand Kloster Wittichen. Jetzt fahre ich in die Ortschaft Wittichen. Die Straße ist ein Wahnsinnstraum. Gespickt mit Kurven in allen möglichen Winkeln. Wittichen, 1 Kilometer nur noch. Lohnt sich jetzt aber auch nicht wirklich hier anzuhalten. Überall diese kleinen Schwarzwaldbächlein. Jo, dann fahre ich halt wieder zurück. Wo es jetzt hier lang geht, links, da komme ich immer weiter weg von meiner Tour. Ich bin wieder in Alpirsbach, aber diesmal auf der anderen Seite vom Fluss. Da ist auch noch ganz nett. Na komm.
hatte ich es mir gerade noch richtig schön bequem hier gemacht. Bin nämlich jetzt noch hier an der Nagoltalsperre. Bisschen im Wasser geplanscht. Und da kam gerade jemand vom Ordnungsamt oder zwei Jungs vom Ordnungsamt und haben gemeint, ha, ihr Motorrad darf hier aber nicht auf dem Gehweg stehen. Ich meine, ich hätte es jetzt auch direkt hier runterstellen können, dann wäre die Sache auch gegessen, aber ich war ja sowieso im Begriff, schon wieder zu gehen. Ja, die Nagoltalsperre, die ist dieses Jahr richtig vollgelaufen. Man sieht es gar nicht von hier. Das ist noch richtig weitläufig bis ganz dahinter. Da geht es auch noch ein paar hundert Meter weiter. Also es ist ein richtig schönes Badeparadies dieses Jahr. Werde ich wohl mal in Betracht ziehen, falls doch tatsächlich noch mal der Sommer durchkommt. Ja, dann werde ich mich jetzt mal auf den Heimweg machen. Lass die Kamera wieder laufen, wie immer. Sag schon mal tschüss, bleibt oben und bis die Tage. Aha, ich hatte den Gang drin, dann geht die Zündung gar nicht an. Das ist mir auch neu. Macht ja Sinn. Ups. Ist mein Nummernschild noch da? Jawohl. Die Nagoltalsperre ist auch ein riesen Motorradtreff. Das sieht man jetzt gleich mal hier.
weit und breit der einzige mit so einem kleinen Motor. Ich habe auch nicht eine einzige 125er den ganzen Weg gesehen. Geschweige denn von der 250er, das sind alles riesen Boliden hier auf den Straßen. Ja dahingehend verstehen, wenn man eine weitere Anreise macht mit so einem Motorrad, also hier in Schwarzwald rein, dann wirst du ja mit so einem kleinen Teil hier nicht glücklich. Weil ich wohne ja hier im Schwarzwald und da habe ich jetzt keine Eile. Und da macht es eigentlich so weit doch ganz schön viel Spaß. Mantle.